Die Ruhe vor dem Sturm. Hunderte schlafen auf der Straße. Sie wollen ihr Lager nicht räumen im Einkaufsviertel Mong Kok, dem Herz der Protestbewegung. Tagelang sah es so aus, als würden die Demonstranten an Boden verlieren. Jetzt sind sie wieder zurück. In der Nacht kommt es zu Ausschreitungen, als die Polizei erneut versucht, die Demonstranten zu vertreiben. Die reagieren mit neuen Barrikaden, wollen nicht klein beigeben. Die Demonstranten haben eine Art Guerilla-Taktik entwickelt. Morgens, wenn wenig Leute auf den Straßen sind, lassen sie sich vertreiben. Aber sie kommen zurück, wenn es Nacht wird. Dann besetzen sie einfach einen anderen Teil der Straße. Es ist ganz offensichtlich, die Regierung hat ihre Glaubwürdigkeit verspielt. Die möchte sie jetzt wieder zurückgewinnen. Am Dienstag will die Regierung sich mit Vertretern der Studenten zusammensetzen und über eine Lösung der Krise beraten. Die Gespräche sollen kommen, trotz der vergifteten Atmosphäre. Der geplante Dialog hat nichts mit der Protestbewegung zu tun. Das sind zwei unterschiedliche Themen. Die Polizeieinsätze sind Versuche, die Gegend aufzuräumen. Sie erfüllen die Forderungen vieler Bürger, die gesperrten Straßen wieder zu öffnen. Schon jetzt zeichnet sich ab, die Regierung in Hongkong wird hart bleiben. Auch Peking will den zentralen Forderungen der Demonstranten nicht nachgeben. Freie Wahlen und selbstbestimmte Kandidaten.